Sonst noch jemand was zu sagen? Die Tür wird aufgemacht. Oh, Hasswolf steht an der Tür. Ah, oh, Abenteuer. Macht die Tür wieder Hasswolf, zu, setzt sich auf den Elborum, ja, Stuhl. nein. Elborum, ja oder nein? Elberum? Da war ich noch nicht. Habe ich nur Schlechtes von gehört. Aber klingt nach Abenteuer. Abenteuer. Sind Ach, das nicht Piratenjagd die. doch wohl auch. Sind das nicht diejenigen, die sich ständig gegenseitig vergewaltigen? Ja, genau die. Lupdil wäre übrigens auch eingeladen diesmal. Der darf neben Ragnar sitzen. Nee, nee, Romli Lupdil ist ja würde auch da, ne? Die ist nicht gefangen, ne? Also Jalan hatte sie auf dem Treppenabsatz noch. Ich habe sie nicht freigesetzt, muss ich gestehen. Ach so, hast du Ich habe nicht? eigentlich Dann nur sitzt sie gesagt, immer leg noch. dir das Eisen ab. Okay, gut, dann sitzt sie immer noch unten, aber ohne Eisenkragen. Gut. Stimmt, an die Also habe ich Lupdil gar ist nicht auf jeden Fall gedacht. mit Nee, da. ja gut. Lupdil? Gut, da, wie mir gerade einfällt, unsere Kundschafterin ja auch derzeit unpässlich ist, werden wir wohl seiner Gnadens Vorschlag folgen. Einige Piraten ausquetschen. Ich werde einen Kurs setzen lassen, der die nun Fischergebiete und meisten Handelspassagen abdeckt. Ich denke, wir werden bald fündig werden, wenn hier irgendetwas im Gewässer unterwegs ist. Gut. Bringt alle Söldner auf Gefechtsstationen. Ihr habt die nächsten 8 Stunden Dienst. Befehle werden weitergegeben. Gut. Was hältst du von der Dann. derzeitigen Situation, Lupti? Lupdil, Abenteuer? Schaut so ein bisschen Hasswolf an. Der nickt ihm nur zu. Abenteuer, Junge, Abenteuer. Geht nicht immer nur ums Abenteuer, Lupti. Aber das Abenteuer ist schon wichtig und macht auch Spaß. Aber du musst immer das größere Ganze sehen. Hast du denn verstanden, warum wir jetzt ein Schiff holen? Anderes Schiff als die Dämonenarche. Lupdil nicht wissen, aber Lupdil egal. Lupdil haben immer was zu tun. Okay. Ich merke schon, Lupdil zu erziehen wird schwierig. Alles klar, Lupdil. Ja, dann komm mal wieder mit. Heute gibt es eine andere Unterrichtsstunde. Und dann würde ich mit ihm zu Gut. den Gefangenen nach unten gehen. Zu den Gefangenen? Ja. Ja. Dann kannst du sehen, wie da unten Romilly sitzt. Und selbstverständlich alle anderen Gefangenen. Sie betrachten, so es denn möglich ist, durch die Gefängniszellen. Gibt es hier irgendwelche Wärter? Aktuell siehst du wohl, wie die Inquisitoren gerade ein paar Leute verhört, aber Wärter gibt's ja nicht, ne. Okay. Sitzen alle in Streng eigenen genommen gibt es da Gefängnissen. nicht mal eine Tür, oder? Doch, wir haben Zellen. Ah, okay. Du hast die Dinger ja aufgemacht, oder? Denn wenn sie immer noch in den Hibernatoren sitzen, bewacht die Falkengarde sie mit 10 Mann. Warte, nee, also der große Pool von Gefangenen, die sind in einem Raum, wo sie durch das Maul hin verfrachtet wurden. Und dort hatte ich ja mit meinen Händen quasi kleine Fenster oder Gucklöcher reingegraben. Ja, hier, oder? Sekündchen, ich muss mal gucken. Also ich bin mir Ich habe ziemlich sicher, gerade. ich bin zu dir gekommen und hab gesagt, mach die Zellen auf und dann hast du irgendwas aufgemacht. Das hier ist gerade abgeschlossen, damit da die ganze Säure aus der Maulkröte nicht kommt. Und hier war der einzige Eingang zur Zeit. Und ich glaube, du hast jetzt hier irgendwo, ja, vielleicht eine Tür reingemacht. Oder aber nur, ja, also irgendwie müssen sie da sonst rein. Also ich. Also ich würde Die sagen, saßen alle hier es draußen gibt rum. einen. Ich würde sagen, wir haben einen großen Zellenraum, wo die 30 drin sind, und wir haben aber noch kleinere, die bisher unbenutzt waren, wo jetzt Romilly irgendwo sitzt. Ja, ist okay. Da kannst du auf alle Fälle dann da reingehen und dich dann mit Lupdil und auch mit Romilly unterhalten, wenn du willst. Also Ragnar würde da reingehen, so mit dem Satz, und hier sitzen die ganz schlimmen Finger drinnen, dann sieht er Romili, oh. Was machst du denn hier? Ich hatte das besondere Vergnügen, die Erstgeweihte näher kennenzulernen. Ah ja, natürlich. Man nickt der Inquisitorin einmal behutsam zu. Die ist gerade beschäftigt, die sieht das nicht. Rücken zu Alles dir. klar. Wirklich ein wenig seltsam. Nun, wir haben unterschiedliche Ansichten von dem, was man tun und lassen sollte. Das ist so, mit so einem Seitenblick zu Lupdil. Das passiert übrigens mit dir, wenn du zu viele Abenteuer erlebst.
Oder wenn du Abenteuer erlebst, die Ansichten von anderen Leuten in Frage stellen. Lobdir, ist das die Frau, die dich gerettet hat? Die dein Leben Ah, gerettet hat? gerettet. Also ich hab das ja eigentlich quasi alles geplant, dass sie den anderen Charakil, der nach mir geschnappt hat und mich aufessen wollte, ausschalten konnte. War ja alles mein erdachter Plan, weißt du. Aber natürlich, Romilly hat mir schon in gewisser Weise das Leben gerettet. Aber natürlich habe ich darauf spekuliert. Zu gütig von dir, Ragnar. Also, Romilly, du bist doch so eine Hexe, oder? Du könntest hier doch bestimmt rauskommen, wenn du willst. Oder möchtest du das gar nicht? Raus möchte ich natürlich. Aber es würde keinen guten Eindruck machen, wenn ich vor den Augen der Inquisition verschwinden würde. Du blickst so ein bisschen auf das Schloss. Also, ich will ja jetzt sagen, aber wenn du ein guter Auge, einen guten Anblick, Ansehen bei der Inquisition haben willst, dann solltest du dich einfach verbrennen lassen. Das ist natürlich nur Das meine habe ich Meinung. natürlich auch nicht vor. Nein, meine Fähigkeiten hier rauszukommen sind leider, sie halten sich in Grenzen. Bei sowas könnte ich natürlich helfen. Ich bin aber gerade eigentlich da, um Lugdil ein wenig was über Menschen beizubringen. Aber vielleicht kannst du mir ja helfen, ihn zu unterrichten. So, was soll unser Also, kleiner Freund denn lernen? erzähl mal deine Geschichte, warum du in dieses Gefängnis gekommen bist. Wie, hat diese Geschichte sich noch nicht überall verbreitet? Warum Nun, ausgerechnet eine Adlige Lugdil hier ist ein sehr unten landet? spezielles Wesen. Ein Mensch wie wir. Aber Lugdil? er ist manchmal ein wenig beschränkt, was das Denken angeht. Und ja. Würdest du ihm bitte nochmal deine Geschichte erzählen, damit er aufgeklärt ist und er sich eine eigene Meinung bilden darf? Amelie erhebt sich, tritt an die Türe ran, damit sie nicht ganz so laut reden muss, damit die Geweihte nicht alles mitbekommt. Sie ist, wie gesagt, Und beschäftigt. die Geweihte haben ihre Ohren immer da, wo sie sie nicht haben sollen. Nun, Lupi, ich habe deinen Hinweis genutzt, um die Eiche zu stärken. Ich gab meine Astralenergie. Unglücklicherweise für mich waren nicht nur die Magier im Raum anwesend zu dem Zeitpunkt, sondern auch Lorin kam herein in Begleitung. Ich glaube, ein Weißmagier ist es der Fall des Lichts, oder? Ja. Sie meinten nicht mehr mit Dämonen im Bunde. Weißt du, was Dämonen sind, Lubdil? Er deutet auf die Käfer. Weiß ich, ob das Dämonen sind? Das weißt du nicht, ne? Ja, genau. Das sind Dämonen. Und auch sowas wie da auf dem Schiff. Und dass du diese Dämonen isst, ist sehr gut von dir. Damit hilfst du uns allen. Knabbert auch gerade auf so einem kleinen Käfer rum. Gut machst du das. Ja, auf jeden Fall. Romilly, erzähl weiter. Da gibt es sonst nichts weiter zu erzählen. Ach, Man hat ja. mich in Eisen gelegt und nur dank dem Einschreiten des Kapitäns bin ich eisenlos. Ach so. Ja, Also, Segel sie am haben dich. Horizont! Okay. Dann Ich denke, da muss ich mal nachgucken. denke, bis Kundschaft werde ich wohl hier unten Gast sein. Aber Lubdil, unterhalte dich noch ein wenig mit Romilly, damit sie sich hier nicht langweilt, okay? Lobt ihr? Lubdil. Und dann gehe ich nach oben. Ja, was sieht man denn oben? So viel Segel. Haben wir Ja, auf jeden Fall. 2W20 bitte. 2W20, kommt. 34. 34. Oh, eine neue Karte, cool. 5 Dämonenarchen. Ja, ich brauche noch mal ein W6 zusätzlich, bitte. Kommt. Hier. Ihr könnt erkennen, wie sich vor euch ein einzelnes Schiff befindet. Und zwar mit, ja, das ist wohl sowas wie eine Talucke, mit roten Segeln, blutrot.
Und einer Dornranke darauf. Das ist offensichtlich ein, ja, Handelsschiff, eine, ja, ein oronisches Handelsschiff. Okay, nur damit wir Ungefähr. alle auf derselben Seite sind. Taluke ist eine kleinere Zedrake, ja? Genau. Gut. Also von ein bis zu drei Masten, Talukke, das ist so das typische, ja, könnt ihr es hier sehen, das typische Schiff von im Perlenmeer, beziehungsweise Blutige See. Alles klar. Die Söldner sind bereits auf Gefechtsstation, von daher muss ich denen nur zunicken. Dann lassen wir mal Flaggen. Was flaggen wir denn? Erstmal Grüße und dann gehen an Bord oder wollen an Bord gehen, so rum. Ja. Das Schiff dreht nicht bei, es hält nicht an. Ihr könnt sehen, wie wohl nach einiger Zeit auch sowas wie Kontaktaufnahmen ja, nach draußen gehalten wird. Euer Abstand ist aktuell sowas wie 360 Meter. Also ihr könnt auch schon mit dem Fernglas den Namen erkennen. Es handelt sich um die Adena Maru. Wir flaggen ja auch. Ich weiß nicht, warum die jetzt Kontaktaufnahme flaggen. Einfach nur, wir haben euch erkannt, so nach dem Motto. Einfach nochmal wünschen, an Bord zu gehen. Wird nichts weiter erwidert. Fahren weiter. Euer Gnaden, Ragnar, die scheinen sich zu sträuben. Was machen wir da wohl mit? Als kleines Handelsschiff hätte ich auch Angst vor einer Arche. Als uronisches Handelsschiff? Nun, wie haben wir etwas an Deck erkennen können? Geben Sie vielleicht nur als Händler aus? Möglich. Sie sollten eigentlich wissen, dass wir schneller sind als sie. Na gut, klar machen zum Entern. Bronn, lass die Harpunale besetzen. Wir brauchen die Rotzen, glaube ich, nicht. Harpunale? Harpunale. Jawohl. Als wir nah genug ran sind, schießt du denen die Dinger an die Planken und wir halten sie mit den Seilen fest. Falls es sein muss. Ich kann Ihnen auch vorher noch einen guten Schuss vor den Bug setzen. Oder keinen Zwang an. Wird ein bisschen kompliziert von unserer von unserer Position aus, aber das kriege ich hin. Aber wenn du sie triffst, ist auch nicht so schlimm. Sie werden von einem Treffer schon nicht sinken. Euer Wort in Neffats Ohr. Ein Wort in Neffats Ohr. Kapitän, nun, da wir ja vorhin die Diskussion hatten, was würde die Inquisitionen davon halten? Die Männer dort drüben, auf dem anderen Schiff, sie haben doch noch nichts verbrochen, außer dass sie unter oronischer Flagge segeln. Sie segeln unter ironischer Flagge. Das ist ein Verbrechen an und in sich. Wenn sie rechtschaffen und göttertreue Menschen wären, würden sie sich nicht solcherlei Dinge auf die Segel malen. Nun, das mag vielleicht für den Kapitän und die Offiziere gelten, aber die einfachen Matrosen? Die einfachen Matrosen stehen dann unglücklicherweise auf der falschen Seite. Wir werden so viele Gefangene nehmen, wie wir können. Was für ein Unglück. Zum Glück werden sie der Inquisition übergeben, die sich nun doch wohl hoffentlich gründlich und korrekt um den Hintergrund ihrer Motive informieren werden. Ganz recht. Frau Breyers, gleißendem Auge. Werden alle Sünden und alle Heldentaten bloßgestellt. Für das Gib mir vertrete ich auch. mal, gib mir mal einen W4 für die Windrichtung. Kommt. 4. Dann kommt er aus dem Westen in Richtung Osten. Dann ist die Beweglichkeit der Talucke 4. Und damit Unsere ist seid 18, ihr, richtig. eure ist 8, wenn ihr nur geht, Ach, also 8. doppelt so schnell. Und ihr würdet sie ohne Probleme einholen, wenn ihr nicht sprintet. Wenn ihr sprintet, dann, ja, dann hat sie überhaupt keine Chance. Blicke nochmal ins Fernrohr. Haben die Achtern Bewaffnung? Die haben 8 dann keine Bewaffnung. Gut. Dann gehen wir doch gemächlich drauf zu. Kannst erkennen. Eine Rotze links, eine Rotze rechts. Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Ja, wenn ihr auf 200 Meter Entfernung seid, ich muss gerade mal schauen, das passt. Wie gesagt, ihr bewegt euch mit. Das Schiff auch noch so ein bisschen. Warte kurz, ziehen wir mal beide gemeinsam. Zack. Dann wird Bronn einen Schuss mit der Rotze von vorne abgeben, irgendeine leichte, und direkt vor den Bug setzen.
was in der Seefahrt als Warnschuss deklariert wird. Gibt aber auch keine weiteren Zeichen von der Adena Maru, dass sie stehen bleiben. Die fahren weiter. Wollt ihr weiter auf sie zufahren? Natürlich. Gut. Dann wird. Bronn, wenn Sie mal drehen, verpasse Ihnen noch eine. Also, falls Sie uns die Geschütze entgegenrichten wollen. Sinnesschärfe. Erschwert um 10 Punkte. Oh, mit minus 3. Jetzt kommen die alle an Tauchen, also mit plus 3 Das dann. Also plus 3 über geht auf Sicht, oder? Sicht. Wir haben nämlich das Fernglas. Das ist mir gerade egal. Nö, ich bin Geht nicht um weit gucken, sondern um 360 Grad gucken. Tja, Jalan wird nichts erkennen. Was sieht es aus mit Ephadaios oder Ragnar? Das sieht schon besser aus. Zwei weitere Schiffe, die sich da wohl gerade an der Insel hinter ja so einer kleinen hinter der Insel so ein bisschen verborgen hatten, sind wohl auch gerade dabei nebeneinander anzuliegen. Und wenn sie euch jetzt sehen, werden sie sich gerade voneinander trennen. Der Rotzenschuss war laut zu hören. Auge von Mendene und Schlange der Blutsee. Zwei weitere Schiffe, die etwa ja auf, ich muss gerade überlegen, 8 Uhr, 7 oder 8 Uhr hinter euch liegen. Kapitän, zwei weitere Schiffe. Gib mir das Fernglas her. Oder schaut selber mal durch. Hafaxschutzsegel? Nein. Heißt trotzdem Auge von Mendena. Interessant. Der Rotzenschuss ist natürlich nicht nur bei den anderen Schiffen zu hören, sondern im ganzen, in der ganzen Gezeitenspanne. So, und Ragnar, dir fällt auf, ja. Auf, sagen wir, 11 Uhr. Achso, Entschuldigung, nein, nichts aufdecken. Ich habe die Zähne erschwerend vergessen. Ja, das ist aber auch gar nicht so das Problem, weil die Schiffe liegen gar nicht so sehr hinter euch, sondern mehr vor euch. Okay. Die Dorada, Jungfrau Borons, Knechte Effards und der Schwarze Salamander. Vier weitere Schiffe. Oh, spaßig, So. spaßig. Ja, Da was sind noch möchtet ihr mehr tun? Schiffe. Ihr Herr erkennt jetzt nach und nach. Vardaios, seht zu, dass ihr hoch in den Steuerraum kommt. Haltet die Steuerfrauen davon ab, das Schiff aufzufressen. Wir schlucken das und sehen zu, dass wir wegkommen. Als Ganzes. Okay, also wir wollen es mit den Wurzeln an unser Schiff binden. Ei. Wir wollen es in die Maulgrotte bringen und dann uns innen um die Mannschaft kümmern. Verstanden. Was, wenn die Magistra mir Probleme bereitet. Ihr handelt in meinem Auftrag. Die Magistra hat gerade nichts zu melden. Sagt ihr das? Jetzt Ei. gerade, Ephadaios. Ei. Verstanden. Gut. Verdammt, eilt hoch. Okay. Magistra, neue Befehle. Wir nähern uns einem Schiff. Es sind aber auch Piratenschiffe in der Umgebung. Ihr solltet euch gefasst machen. Es könnte zu einem Gefecht kommen. Und während du das sagst, knallen Schüsse. Nacheinander versetzt, so dass es überhaupt nicht geordnet sind, ist aber 1, 2, 3, 4 Kugeln schlagen in das Schiff der Gezeitenspinne ein. Rotzen. Dabei einer sogar kritisch, schauen wir mal nach, und das ist sogar bestätigt. Das sind in dem Fall nur leichte Rotzen, die machen. Ich werde die Gezeitenspinne als Einzelwesen betrachten und nicht als Schiff. Die hat 2000 Lebenspunkte. 4W6 plus 6 auf Einzelwesen. So. 1, 2, 3, 4. Vier Stück sind es. Die Treffen sind also 16W6. Und jetzt birst auf allen Ebenen Holz. Geschosssplitter, die ja um euch herumfliegen. Die Welt geht quasi unter. Holz, was durch den Innenraum gewirbelt wird. Steinbrückchen, die aufgeplatzt sind und jetzt als Steingeschosse im Inneren der Arche weiter umherfliegen.
Scheinbar sind unsere Bordwände ein klein wenig zu dünn. Bronn, seh zu, dass du das Feuer erwiderst. Ogdan, geh unter Deck und besorg mir einen Schadensbericht. Alphadaros wird Platz auf seinem Thron nehmen und Xyleste einen Befehl geben. Xyleste! Mauerangriff. Ja. Fressen wir sie. Gute Entscheidung. Nein, schlucken sie. Fressen werden wir sie später. Alphadaros breitet die schwarze Klinge auf seinem Schoß aus. Dann knappt mal wieder das Oberdeck auf und die Arche öffnet ihr Maul. Es ist mittlerweile wieder frei geworden und mit einem einzigen Biss zersplittert die Adena Maru im Innenraum. Unwasser läuft in die Maulgrotte hinein. Gemeinsam mit dem furchterregenden Schrei der gesamten Besatzung schließt sich das Maul wieder. Kann ich mich mittlerweile, also vorher schon ins Unterdeck begeben haben? Zusammen mit den Söldnern. Ins Unterdeck begeben? Ja, kannst du machen. Ich scheuche den Infanterie ins Unterdeck. Ja, es gibt dann keine weiteren Schüsse von euch, denn, naja, Bronn hat den Befehl bekommen, er soll nach unten gehen und ihr habt nichts gesagt von wegen Piratenschiffe angreifen. Die werden einfach nicht schießen. Du bist im Unterdeck, kannst keine weiteren. Ja, was? Erzähl. Ich hatte Bronn gesagt, er soll das Feuer wieder. Ich habe im Feuer Chat geschrieben, wieder? Ich schicke die Falkengarde ins Unterdeck. Falkengarde, ja, okay, habe ich gesehen. Und Bronn soll auf was schießen? Ich möchte doch ganz gerne nicht die Geschützbediener abziehen. Das macht ja keinen Sinn. Gut, dann, ihr habt, ich muss gerade gucken, hinten raus habt ihr eine, ne? Das ist die General Amrish Show, das ist eine leichte Rotze. Und Spackbord haben wir eine leichte und eine mittlere. Und ich weiß nicht, wie weit man die Schwere vorne schwenken kann. Die Schwere könntest du auch ausrichten. Das sind 1, 2, 3. Dann wird die mitfeuern. Bronn ist ja nicht dumm. Gut, dann ist jeder von euch ein. Jeder von euch ein W20. 1. So, Ephadaios. Ephadaios ist die leichte Rotze nach hinten raus. Das sind 4 W6 plus 6 von Ephadaios. Muss ich bestätigen. Mach mal bitte. Das ist nicht bestätigt bei der Qualität. Das sind einmal 17 und jetzt brauche ich noch einmal ein W6 plus 4 von Ephadaios. Also der Mannschaftsschaden ist gar nicht so groß. Der Schiffsschaden auf die Talucke, ich muss gerade gucken, was die an Lebenspunkten hat. 100, das ist also auch okay. Ja, es ist einfach ein Treffer in die Segel, hilft nicht so wirklich viel, ist auch nur eine leichte Rotze. Dann kommt Jalan mit der nicht bestätigten 1. Du schießt mit der Klopentod. Henker von. Achso, warte kurz. Nee, du nimmst die mittlere Rotze, die noch keinen Namen hat. Ja, okay. Das sind 5 wie 6 plus 8 und 1 wie 6 plus 5. 5 für 6 plus 8. 23, das tut schon mal ein bisschen mehr weh. Und 10 für die. 10 ist quasi auch nicht so wild. Dann kommt der von Ragnar, ist getroffen. Das ist die schwere Rotze, Zyklopentod. 7 wie 6 plus 10. So, das ist einmal die Dorade. Und dann noch der für einzelne Schiffe. Für einzelne Schiffe? Ach so. Ja, warte, wie viel Schaden ist das? Ich muss gerade gucken, kannst du auch auf die Rotze klicken, das ist 1W6 plus 7 Strukturschaden. 9. Und dann kommt der von Romili, das ist auch nur eine leichte Rotze. 4W6 plus 6. Da passiert gar nichts. Und 1W6 plus 4 für die Struktur.
Da fehlt im Ring die plus 6, das waren also 11 bei Romilly. Nicht 5. Ja, aber ist halt 3 Einsen gewürfelt, ne? Das ist aber umso mehr gut. Dann habt ihr 3 beschädigte Schiffe. Es gibt aber noch genug, die aktiv sind. Segel werden gesetzt von allen. Die Adena Maru ist in eurem Bauch. Und ja, da ist jetzt die Frage, was du tun möchtest. Alphadaios ist oben auf dem Thron. Du kannst das scheußliche Lachen von Xyleste hören. Und weitere Schreie, die im gesamten Schiff zu hören sind. Und je näher Jalan kommt, du kannst sehen, wie Holz splittert und sich jetzt der Bauch... muss gerade gucken, wo willst du ankommen? Möchtest du über die Klaschembe in den Aufenthaltsraum gehen, da wo es ehemals zur Galerie ging? Eigentlich nicht. Ich möchte gerne unten in den Hibernatoren sein. In den Hibernatoren, okay. Dann dauert das ein bisschen länger und ja, du kannst sehen, wie hier wohl alles wieder verschlossen ist und langsam eine gelbliche, nach Schwefel riechende Flüssigkeit aus den Ritzen nach draußen dringt. Der Flucht, was ist denn hier los? Ich hämmer einmal mit der Faust dagegen. Infernalische Schreien. Und wenn hier, du Stellung in die Pfütze, halten, ich bin gleich wieder da. Wenn du in die Pfütze trittst, dampfen auch deine Stiefel. Jo. Ich sprinte dann, so schnell es mir meine ja doch recht schwere Rüstung ermöglicht, die Treppe hoch zu Alphadaios. Was tut Ragnar? Ragnar würde... ja. Eigentlich nur an Deck stehen und zuschauen, wie da die Schiffe kaputt. Ich muss gerade nochmal... denn ihr bekommt natürlich auch Schaden ab. Wie gesagt, die 2070 ist nicht so wild, aber ja, durch die umherfliegenden Trümmerteile und Geschossteile bekommt ihr jetzt erst einmal 7 SP. Das sind dann teilweise irgendwelche Holzsplitter, Unholzsplitter, die dann in euch stecken. Warte kurz, ihr dürft jeder nochmal eine Ausweichenprobe machen. Geht dann einfach darum, ob ihr günstig oder ungünstig steht. Und wenn ihr eben ungünstig steht, ja, dann direkt neben euch schlägt eine Eisenkugel ein und ja, entweder ihr habt einen Eisensplitter in euch oder Holz. Eine Ausweichenprobe? Genau, eine oben einfache Ausweichenprobe. Oben am Steuerbaum auch? Oben am Steuerbaum auch, ja. Okay. Alle an Schiff. Scheiße. Nee, ich bin unfähig. 7 und 8 gewürfelt. Das ist natürlich richtig ungünstig, wenn das Holz splittert und man sich gar nicht mal bewegen kann, weil man im Inneren eines Gefängnisses ist. Ja, und mit der Rüstung von Jalan hilft das natürlich auch wenig. Aber zum Glück habe ich die Rüstung, auch wenn jetzt der Schaden reinkommt. Genau, es sind 7 TP. Beziehungsweise sagen wir sogar SP, weil eine Rüstung, wenn dir dann kleine Eisenkugelchen, kleine Eisensplitter oder sowas um die Gegend fliegen, das tut schon krass weh. Komm, bei Plattenrüstungen? Ernsthaft? Ja, na gut, dann zieh deine Rüstung ab, ist okay. Würfel nochmal eine Trefferzone für... Der Tor, ja, oh, das ist gut. Das ist gut, da habe ich 11 Punkte Rüstung. Aber Romilly hat da jetzt ein Problem. Blutet es jetzt langsam aus, oder wie? Ich bin jetzt auf 10 Lebenspunkte und das müsste noch eine zweite Wunde dann geben. Es gibt keine zweite Wunde, wenn du... Wieso? Also eine Wunde ist es auf jeden Fall, bei 7 Schadenspunkten. Ja, dann kriegst du 1W6 Zusatzschaden, ja. Der Zusatzschaden macht aber, wie gesagt, keine zweite Wunde. Genau, das ist keine weitere Wunde. Okay. Du bist jetzt bei 8 Lebenspunkte, ist ja gar kein Problem. Da hatte Ragnar schon weniger. Gut, ja, dann um euch herum splittert, wie gesagt, Holz. Ihr habt jetzt ungefähr 2 Minuten Zeit, um Dinge zu regeln. Eure Geschütze werden nachgeladen, aber die anderen ebenso. Weitere Schreien aus dem Inneren des eures Schiffes. Wie lange brauche ich denn? Romilly schreit, Lubdil, hol mich hier raus! Lubdil? Überredprobe.